Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die noch nicht so lange auf meinem Kanal unterwegs sind, hi, ich bin Luisa und ich bin die Frau mit dem gelben Pulli. Ich kümmere mich um Mode, um Alltagsprobleme und natürlich um die Frage, wie findet man eigentlich seinen Style? Wer die letzten Kleiderschrank-Challenges noch nicht gesehen hat oder vielleicht ein paar verpasst hat, der kann hier oben nochmal in der Playlist nachgucken und alle Videos anschauen. Und das ist ja das Buch dazu, wo einige Aufgaben aus den Kleiderschrank-Challenges herstammen. Das Kleiderschrank-Projekt von Anushka Rees. Und wir sind ungefähr schon in der Hälfte des Buches, also schon sehr weit. Und ich möchte heute in dem Video einfach nochmal ein Fazit ziehen. Und einfach nochmal in einem Video für euch die Frage beantworten, wie findet man eigentlich seinen Style? Ich habe den Weg zum eigenen Style in 4 Schritten zusammengefasst. Der erste Schritt heißt dein aktueller Style. Hier lohnt es sich vor allem, seinen aktuellen Schrank, seine aktuelle Kleidung ein bisschen zu hinterfragen. Und die Fragen, die man sich stellen kann, die sind sehr vielfältig. Ich habe dazu ein Video gemacht, das ist die erste Kleiderschrank-Challenge, die ich gemacht habe. Könnt ihr gerne hier angucken oder in der Videobeschreibung habe ich es auch verlinkt. Das sind Fragen wie, wenn ein Fremder dich sehen würde, was würde er von dir denken, so wie du eben aktuell gekleidet bist? Was für Charaktereigenschaften würde er dir zum Beispiel zuschreiben? Ich finde das eine sehr interessante Frage, die kann man gerne auch mal seinen Freunden oder der Familie stellen. Ist immer so ein bisschen ein psychologischer Trick, wenn du wissen willst, was andere von dir denken, nicht zu fragen, was hältst du von mir und wie ich aussehe, sondern frag sie einfach, ich habe hier ein Projekt und das will ich gerade machen und eine Frage davon ist, was würde ein Fremder über mich denken? Was denkst du, würde vielleicht ein Fremder über meine Kleidung denken? Und dann ist es so ein bisschen auf einer indirekten Ebene und wird nicht so persönlich und ich glaube, das ist eine ganz gute Variante, um eben wirklich an die ehrliche Meinung der Leute zu kommen. Eine andere Frage ist zum Beispiel auch, wie viel Prozent deiner Kleidung kennst du wirklich? Könntest du eine komplette Liste machen von allem, was in deinem Schrank ist? Wenn du dir da schon unsicher bist, heißt das, du hast wahrscheinlich viele Schrankhüter im Schrank und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass deine aktuellen Klamotten im Schrank nicht ganz zu deinem Style passen, weil sonst würdest du sie ja tragen. Was weiterhin wichtig ist an deinem aktuellen Style ist, wie gut rüstet dich deine Garderobe denn tatsächlich für deinen Alltag? Also was machst du, wenn du so eine typische Zeit von 2 Wochen betrachtest? Du gehst vielleicht auf Arbeit, in die Uni oder zur Schule, du bist beim Sport vielleicht oder du hast ein anderes Hobby, wo du eine bestimmte Kleidung brauchst, du hast andere Freizeitaktivitäten, du gehst vielleicht mal auf eine Feier oder hast eben doch viele sehr schicke Anlässe, je nachdem, was du eben so machst. Überleg dir einfach mal, wie viel ist das tatsächlich? Wenn du zum Beispiel 100.000 Partyklamotten hast, aber dich immer wieder fragst, oh, was soll ich heute in die Schule, auf Arbeit, in die Uni anziehen, ist das schon ein guter Hinweis dafür, dass irgendwie deine Garderobe unausgewogen ist. Und glaub mir, es ist völlig okay, wenn man, nachdem man sich diese ganzen Fragen gestellt hat, erstmal ein bisschen unsicher geworden ist, sich ein bisschen unwohl fühlt. Das ist völlig normal. Das heißt nur, es ist was da, woran du arbeiten kannst. Es ist noch nicht alles perfekt und vor allen Dingen, du hast die Chance, dass du dich nach diesen Schritten, die wir noch gehen, sehr, sehr viel wohler und besser, zufriedener, selbstbewusster fühlst. Und so ging es mir auf jeden Fall auch. Also mach aus der Unsicherheit Tatendrang. Schritt 2 heißt, lass dich inspirieren. Versuche erstmal rauszufinden, was gefällt dir wirklich, losgelöst von allem, was bis jetzt im Schrank ist, was andere von dir erwarten oder denken. Einfach, was für Kleidungsstücke gefallen dir, welche Farben, welche Schnitte. Ich habe mich da ganz breit inspirieren lassen von Pinterest, von Instagram. Ich habe vielen Online-Shops einfach nur rumgesucht, ohne was zu kaufen. Ich habe die Leute auf der Straße beobachtet. Gerade im Frühling, Sommer laufen die Leute nicht nur in ihrem schwarzen Parka rum und man kann sie wirklich mal beobachten und auch verschiedenste Styles sehen, die einem vielleicht selber gut gefallen. Und das notiert man und trägt man dann alles zusammen. Und wenn du durch deinen Schrank guckst, merkst du natürlich auch gleich, okay, das Teil so, so richtig zufrieden bin ich immer damit nicht, dann schreib natürlich auch auf so eine No-Go-Liste, was ist daran eigentlich schlecht und was magst du eigentlich gar nicht. Wenn du dann alle Ideen gesammelt hast, versuch sie irgendwo zusammenzubringen. Zum Beispiel alle Bilder in einem Ordner auf deinem Rechner oder alle in einer Pinterest-Pinnwand, wie du Lust hast. Und dann kommt Schritt 3 und der heißt, halte den Kern fest.
je mehr man sich damit beschäftigt hat und gesucht hat, desto mehr Bilder sammelt man natürlich auch. Und wenn man dann nochmal drüber geht, kann man viele auch wieder aussortieren, weil man weiß, ah, ich habe ein besseres Bild gefunden, wo das nochmal schöner drauf ist. Oder nee, das gefällt mir jetzt doch gar nicht mehr so. Also lasst euch da wirklich Zeit. Ich habe mir da wirklich so 1-2 Wochen Zeit gelassen, das immer mal wieder drüber zu gucken, Sachen zu löschen, bis man wirklich so einen Kern hatte und dort dann verschiedenste Gemeinsamkeiten finden konnte. Zum Beispiel eine immer wieder auftauchende Farbe, immer wieder auftauchenden Schnitt und so weiter. Ziel ist, dass du deinen Stil am Ende mit einem Satz beschreiben kannst. Das klingt jetzt erstmal so, als ob das unschaffbar ist, aber bei mir ging das dann am Ende. Ich hatte meinen Style taffe Träumerin genannt, weil ich verspielte Sachen sehr gern mag, wie zum Beispiel Rüschen an der Kleidung oder eben auch mal Blumenprints. Aber gleichzeitig mag ich auch sehr taffe Kombis mit Sneakern, mit Lederjacken, mit Jeansjacken. Und ich finde, das ist eine schöne Kombi und deswegen habe ich das ja sogar mit zwei Wörtern hingekriegt, als nur mit einem Satz. Und ich glaube, ihr schafft das auf jeden Fall auch. Was noch dabei hilft, ist auf jeden Fall ein Teile- und ein Farbkonzept zu machen. Farbkonzept heißt, man identifiziert, was sind Hauptfarben, was sind Akzentfarben und was sind neutrale Farben. Hauptfarben sollten auf jeden Fall den Großteil deiner zukünftigen Garderobe ausmachen. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich wahnsinnig gerne Jeans liebe in allen Varianten. Von daher sind diese Denimfarben auf jeden Fall Hauptfarben in meinem Style, zum Beispiel auch zusammen mit Rostrot. Andere Farben, die ich einfach brauche, um das zu kombinieren, sind zum Beispiel weiß, ein weißes T-Shirt zum Beispiel, zu einer Jeans und einer rostroten Strickjacke oder schwarz. Also einfach Farben, die das Ganze ausgleichen und auffüllen. Akzentfarben zeigen nochmal andere Facetten deiner Persönlichkeit. Bei mir ist es auf jeden Fall gelb. Ich würde nicht ständig gelb tragen und ich würde gelb vielleicht auch nicht als Overall oder als super langes Kleid tragen. Und deswegen kommt es sozusagen in die Akzentfarben. Akzentfarben müssen auch nicht knallig sein, wie bei mir zum Beispiel das Gelb, sondern es können auch Akzentfarben Lindgrün sein oder Hellblau. Wenn das einfach Sachen sind, die ihr nicht unbedingt am ganzen Körper tragen wollt, die ihr aber gerne ab und zu doch mal als ein Teil, als Schmuck, als T-Shirt anzieht, dann ist das auf jeden Fall eine Akzentfarbe. Beim Teilekonzept ist es ganz ähnlich. Schaut euch einfach die Fotos, die ihr so gesammelt habt, an und schaut, welche Teile tauchen besonders häufig auf. Bei mir ist es, wie gesagt, die Jeans in allen möglichen Varianten. Bei mir ist die Jeans sozusagen wirklich ein Keypiece, weil es ist das Schlüsselelement meines Styles. Ich trage anscheinend sehr häufig und sehr gerne Jeans und das soll auch so bleiben. Für andere ist es vielleicht aber die Leggings oder die Strickjacke oder der Pullover. Die Basics sind ein bisschen wie die neutralen Farben, denn sie füllen das Outfit auf. Bei mir sind Basics zum Beispiel Blazer, die ich einfach drüber werfen kann, um ein Outfit busy zu machen zum Beispiel. Statement Pieces, das ist glaube ich ganz klar, sind hier Teile, die sehr auffallen, die wieder, wie gesagt, einen anderen Aspekt eures Styles zeigen, aber die wirklich im Vordergrund stehen. Zum Beispiel Statement Ketten, wenn ihr die nicht tatsächlich als Keypiece ständig tragt, sondern nur mal ab und zu für ein Party-Outfit, dann ist das auf jeden Fall ein Statement Piece. Diese Konzepte helfen dir sozusagen nochmal ein bisschen strukturierter, diese Fotos anzugucken, die du da gesammelt hast. Wenn ihr mehr zu diesen Konzepten hören wollt und wie man das tatsächlich umsetzt oder mal ein Beispiel von mir haben wollt, dann schreibt mir das bitte super gerne in die Kommentare. Dann werde ich das vielleicht doch auch nochmal verfilmen, denn das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Jetzt kommt schon der letzte Schritt und zwar Schritt 4, das Umsetzen deines neuen Styles. Seinen Style umzusetzen, das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe auch gedacht, dass ich es einfach weiß und dann kann ich Sachen shoppen und dann ist es gut. Aber man muss wirklich schauen, dass man sein Budget nicht überstrapaziert. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr, sehr viel eigentlich bisher falsch gemacht habe und dass das, was ich eigentlich will, ganz woanders liegt. Das heißt, ich habe natürlich erstmal meinen Kleiderschrank ausgemistet und das könnt ihr auch machen, denn jetzt, wo ihr eine Vorstellung habt, was ihr eigentlich wollt, fällt es umso leichter, auch sich von Sachen zu trennen, die eigentlich einen gar nicht mehr glücklich machen. Ein Ausmisten-Video habe ich neulich auch gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe natürlich auch gleich noch meinen Kleiderschrank aufgeräumt und hübsch gefaltet. Wer da Tipps haben will, schaut gerne in dem Video vorbei. Ihr macht dann einfach eine Shoppingliste von allen Sachen, die ja noch fehlen in eurem Schrank, wo ihr gemerkt habt, hey, die will ich eigentlich haben, aber die habe ich gar nicht oder die müsste ich mal ersetzen, weil die sind nicht mehr so schön. Schreibt das alles auf eine Liste und priorisiert es dann, weil das ist wichtig. Ihr habt nicht unendlich viel Budget, glaube ich. Zumindest geht es den meisten von uns so. Wir müssen ein bisschen einteilen, wie viel Geld wir wann für Klamotten ausgeben. Und das ist auch gar nicht schlimm und das ist auch ganz leicht mit Priorisieren.
Wichtige Sachen kommen natürlich nach oben. Das sind vor allen Dingen die Sachen, die in Hauptfarben da sind und die Sachen, die natürlich auch Key Pieces sind und alles, was so Basics und neutrale Farben sind, ist viel wichtiger als irgendwelche Statement-Teile, auch wenn die noch so schön sind. Wenn ihr eigentlich endlich mal ein schwarzes T-Shirt braucht, weil ihr sonst bestimmte Kombis gar nicht machen könnt, dann muss dieses schwarze T-Shirt ganz oben hin auf die Prioritätenliste. Also lasst euch da einfach Zeit, schaut immer mal wieder über die Shoppingliste und ihr findet auch immer wieder Inspirationen, die ihr dann auf euren Listen so ergänzen könnt und wo ihr immer mal wieder drüber nachdenkt. Also das ist schon ein Prozess, der sich ein bisschen hinzieht, aber das geht eigentlich ganz nebenbei und super gut im Alltag zu integrieren und man lernt so, so viel über sich und wie man eigentlich ist. Also für mich ist es nicht nur ein Projekt, um einfach mich besser zu kleiden und damit andere das super finden, was ich anhab, sondern für mich ist einfach so ein bisschen ein Projekt auch zu wissen, was finde ich eigentlich schön. Da habe ich mir vorher noch nie so richtig wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich war immer shoppen und habe 5000 Teile mitgebracht. Aber was ich eigentlich schön finde und was ich für Ansprüche an Kleidung habe, das habe ich jetzt erst gemerkt. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, weil man so ein bisschen zu sich selber findet. Das klingt jetzt total philosophisch und von oben hergeholt, aber dieses Gefühl würde ich einfach super gerne, dass ihr das auch habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Schritte mitmacht, wenn ihr sehr langsam geht und wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt, dann bitte, bitte schreibt mir in den Kommentaren. Ich helfe euch gerne. Ich mache gerne noch mehr Videos dazu, wenn ihr Fragen habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Schaut in den nächsten Kleiderschrank-Challenges vorbei. Ich danke euch ansonsten fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.